Heute geht es in unserer Reihe Du bist der Richter wieder um eure Meinung. Und zwar geht es in unserem heutigen Fall um einen bissigen Geldautomaten. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr heute in unserem Video. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Klages, ich bin Partner der Kanzlei KGK aus Köln-Rodenkirchen. Wie gesagt, unsere Reihe, du bist der Richter, uns interessiert eure Meinung. Postet eure Meinung hier unter dem Video. Wir stellen euch immer wieder kuriose oder besondere Entscheidungen vor. Heute geht es, wie gesagt, um einen bissigen Geldautomaten. Hier ist ein Mann älteren Semesters vor einen Geldautomaten getreten und wollte Geld abheben. Ganz normaler Vorfall also. Aber, so hat er später vor Gericht vorgetragen, als er das Geld rausziehen wollte, hat der Geldautomat plötzlich zugebissen und die Klappe hat sich geschlossen und dadurch sei ihm sein Finger gebrochen. Den Schaden hätte er gerne gesetzt. Er möchte Schadenersatz und Schmerzensgeld haben, weil der Automat eben zu bissig gewesen ist. Kann das sein? Wie würdet ihr entscheiden? Ist das nicht vielleicht sogar normal, dass man an einem Geldautomaten, dass sich da die Klappe schließt? Muss man nicht vielleicht sogar damit rechnen? Uns interessiert eure Meinung. Die Lösung gibt es wie immer hier unten unter diesem Video auf dem Link zu unserer Homepage. Auch in Zukunft werden wir wieder derartige Entscheidungen für euch aufbereiten und uns interessiert dann eure Meinung. Wir haben weitere Fälle auch schon vorgefertigt für euch und hier findet ihr das in dieser Playlist. Klickt mal drauf, schaut mal rein. Wir freuen uns auf eure Meinung. Bis dahin, auf Wiedersehen.